Oftmals ist es auch so, dass sich Menschen, die nostalgisch sind, einfach an schöne Erinnerungen aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugend oder einfach aus Jahren erinnern, wo sie jung waren, und das dann verknüpfen mit dem Staat. Hallo, ich bin Louis von der DDR-Box. Heute zu Gast haben wir Marco Martins. Hallo Marco. Ja, hallo. Hattest du jene Form von Heimatgefühl? Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt, wo man Liebe findet oder Freundschaft, und das kann überall sein. Und natürlich muss auch die Sprache oder die Sprachen da sein, um sich verständlich zu machen. Und von da an ist dieses Heimatgefühl jetzt nicht auf Sachsen beschränkt. Mhm. Konnte man auch individuell sein? Ja, natürlich. Ja. Es gab diese Möglichkeiten, selbst für die, die dann in der FDJ waren. Es ist immer die Frage, wie weit macht man mit und wie weit bewahrt man seine private Autonomie. Und das war möglich. Für mich war klar, ich will da weggehen, weil mir das ganze Umfeld nicht gepasst hat. Aber auch für Leute, die geblieben sind in der DDR, weil sie regional verwurzelt waren und weil sie eben ein anderes Heimatgefühl hatten als ich und sich da wirklich heimisch gefühlt haben, die hatten natürlich auch die Möglichkeiten, haben zum Teil auch die Möglichkeit genutzt, ihren privaten Freiraum zu bewahren und dann 1989 im Herbst mutig auf die Straße zu gehen. Mhm. Die Möglichkeit, die ich ergriffen habe, waren nicht die einzigen Möglichkeiten, Freiräume sich zu erobern, sondern auch Leute, die in der DDR geblieben sind, hatten diese Möglichkeit und haben die dann auf unterschiedliche Weise genutzt oder auch zum Teil nicht genutzt. Und konntest du deine Sexualität ausleben? Das ist eine interessante Frage. Das war auch in der Warteschleife. Das hat mich also gar nicht so interessiert. Es gab irgendwie kleinere Pubertätsgeschichten, die jetzt keine größere Bedeutung hatten. Aber für mich war klar, das wird schon der Westen regeln. Und das hat dann auch der Westen geregelt, ja. Konntest du, damit, dass du homosexuell bist, offen umgehen? Ja, im Westen schon. In der DDR? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja. Ich meine, ich war so anders, dass diese Sexualität, das wäre dann noch der Punkt auf dem I gewesen, der aber jetzt gar noch nicht so markiert war. Also das, von da an sehe ich, ich glaube, das hat mich bis heute geprägt, dass ich die Unterschiede in der Sexualität auch nicht überbewerten möchte. Und deshalb bin ich auch, was diese ganzen Identitätsdebatten betrifft, eher kritisch. Was zählt ist, wie man sich als Mensch verhält und wie man zu anderen Menschen in Beziehung tritt. Ob das jetzt in einer deutschen Sprache ist oder in einer anderen Sprache, ob das jetzt homosexuell oder heterosexuell oder was auch immer ist, ist für mich nachrangig. Das Wichtige ist für mich also das humane Miteinander. Und ich glaube, das ist schon etwas, was mich aus der DDR-Zeit geprägt hat, dass es Wichtigeres gibt als die sexuelle Sozialisierung, dass das politische oder sagen wir das gesellschaftliche auch eine ganz große Rolle spielt. Gab es denn irgendwas in der DDR, was du doch gut fandest oder was funktioniert hat? Was funktioniert hat, waren die Jahreswechsel. Es gab Sommer, die Sommer waren heiß, die Winter waren voller Schnee, wie das immer ist in der Erinnerung. Aber das ist jetzt nicht aufgrund der DDR passiert. Oftmals ist es auch so, dass sich Menschen, die nostalgisch sind, einfach an schöne Erinnerungen aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugend oder einfach aus Jahren erinnern, wo sie jung waren, und das dann verknüpfen mit dem Staat. Aber da dreht einen die Erinnerung einen Strick, das sind sie in der Sackgasse. Das hat stattgefunden, was überall stattfindet. Und nicht, weil es den Staat gab, sondern oftmals, obwohl es den Staat gab. Und ich glaube, da muss man der Erinnerung auch mitunter misstrauen, dass man das dann nicht als DDR-Nostalgie beschreibt, sondern es ist dann Nostalgie an schöne Kindheits- und Jugenderlebnisse. Das muss man dann irgendwie schon voneinander trennen. Gab es vielleicht gerade wegen des Staates irgendwie eine größere Form von Wir-Gefühl? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das wird heute so erzählt, dass man sagt, ja, wir waren ja damals alle so solidarisch miteinander und dann kam der böse Westen, jetzt sind alle nur egoistisch. Ich muss sagen, ich habe keinen Staat erlebt,
der so materialistisch war wie die DDR. Es ging nur oder es ging hauptsächlich um das Materielle. Wer hat Autoreifen? Wer kann Autoreifen gegen Bartfliesen tauschen? Und wer das dann getauscht hat, da wurde dann natürlich ein Bier gezischt und dann dachte man, wow, wir sind ein Kollektiv und eine Gemeinschaft. Aber es war eine Zwangsgemeinschaft, es war eine Notgemeinschaft. Und als es dann nicht mehr nötig war, zerbröselte das dann. Was geblieben sind, sind wirkliche Freundschaften. Und wirkliche Freundschaften können überall entstehen. Also ich glaube, das ist ein Mythos, der danach entstanden ist. Es gab dieses Gefühl, dass man einander braucht. Aber man brauchte einander deshalb, weil es nichts in den Läden gab, was man dann für ein besseres Leben brauchte. Das waren Autoreifen. Autoreifen wurden dann getauscht gegen Kacheln oder Schallplatten wurden getauscht gegen irgendwelche Kabel, weil man aufeinander angewiesen war. Das als jetzt wirklich als ein Gemeinschaftsgefühl zu bezeichnen, würde ich zögern. Und als es dann plötzlich diese ganzen Sachen gab, war das dann auch gar nicht mehr nötig. Und wirkliche Freundschaften blieben erhalten. Und das, was so eine Art Zwangsgemeinschaft war, fiel auseinander. Und es war auch ganz natürlich, dass es auseinandergefallen ist. Also ich glaube nicht, dass die Leute im Osten allgemein gesprochen miteinander solidarischer waren als im Westen. Wie sahen denn deine Freundschaften aus? Ja, das war so, dass es in der Schule dass wir dann nachmittags im Winter irgendwie rodeln gingen oder dann irgendwie Ausflüge gemacht hatten. Ich hatte dann auch späte Freunde, gleichaltrige Freunde bei den Zeugen Jehovas. Und wir sind dann mit dem Moped an die Ostsee gefahren, in die Tschechoslowakei, haben es dann sogar geschafft, nach Ungarn zu kommen, an den Balaton, an den Plattensee, was für DDR-Bürger schon fast eine Art Westen war. Das hat mir großen Spaß gemacht. Allerdings bei den Freundschaften mit den jungen Leuten bei den Zeugen Jehovas war es für mich dann schon klar, dass deren rigide Moral, dieses nicht tun und das nicht tun, dann auch für mich etwas war, wo ich sagte, nee, da sehe ich mich nicht mit denen in einer wirklichen rückhaltlosen Freundschaft. Ich muss sagen, viele dieser Freundschaften im Osten waren da, aber wirkliche Freundschaften im Sinne von einer Komplizenschaft, von einer Kumpanei, von einem gut gelaunten Ping-Pong, das habe ich erst im Westen gefunden.